Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Path of Exile. Weiter geht unsere kleine Reise. Einen Punkt habe ich mir so zwischendurch nochmal kurz ergrindet. Ja, nichts Besonderes, ein bisschen was rumprobiert, ein bisschen hier den Waterfall Cave heißt die, glaube ich, bereist. Ja. Nichts Dramatisches, den Punkt vergeben wir eben schnell in Rüstungsklasse. Ich arbeite mich jetzt hier erstmal zu Warrior's Blood durch. Ich will die 1.8 Life Regen haben. Und wenn ich schon mal da bin, denke ich mal, werde ich mir auch Diamond Skin noch besorgen. Dann habe ich einfach schon mal. Also aktuell sind meine Resistenzen eigentlich ausreichend gut, aber dann habe ich für den nächsten Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall alles in trockenen Tüchern. Also zumindest werde ich dahin gehen. Ob ich den Punkt selber schon nehme, das sehe ich dann noch. Werde ich mir noch vorher angucken. Gut. Ja, ansonsten kann es weitergehen. Mal schauen, ob wir heute Wahl legen können. So, ich überlege mir derweil. Ja, hat sie eh erledigt. Ich habe überlegt, ob ich Hatred oder Grace nehmen soll. Ja, die Aura habe ich gerade hier ausgerüstet. Die andere ist im zweiten Waffenslot. Dann nehmen wir Hatred. Sollte eigentlich kein Thema sein. So. Greater Multiple Level Bar. Da ist mein Blood Rage. Das wollte ich eigentlich jetzt auch mal langsam wieder anmachen. Tut meinem Schaden und meinem Leech sehr gut. Das war die falsche. Das war die Granite Flask. Ich wollte eigentlich die Quicksilver haben. Das war ein wenig laggy. Das ist unschön, wenn man auf einmal genau vor dem Gegner steht, was man ursprünglich nicht geplant hatte. Da dürfte es eigentlich nicht weitergehen, aber bevor die mir jetzt irgendeine komische Karte vor die Tür setzen hier, die ich nicht kenne und auf einmal ganz an einer komischen Stelle der Eingang ist. Chaos Orb. Hab ich fast überhört. Komisch eigentlich, ich habe doch den Drop-Sound wieder hochgestellt. Wenn ich gleich Zeit habe, werde ich den noch ein bisschen hochdrehen. Haben wir da. Mana. Cold Damage. Ne. Alles nicht so wahnsinnig spannend. So, okay. Scheint gerade etwas ruhig zu sein hier. Dann gehen wir mal schnell in die Option. Gehen wir hier noch ein bisschen hoch. Schauen wir mal, ob das jetzt besser ist. Ich wollte nur nicht, dass mir die Ohren wegfliegen, wie beim ersten Mal, als ich den Filter benutzt habe. Aber so grundsätzlich finde ich den Gedanken ja nicht schlecht, dass man das auf Entfernung hören kann, ob was Tolles gedroppt ist. Strongbox. Da kümmere ich mich gleich mal drum, wenn hier die Gegner weg sind. Ja, fast ein paar viele Gegner gerade kommen. So. Was haben wir denn? Two additional rare items, mirrored items, random curse. Okay, alles im grünen Bereich. Wichtig ist eigentlich nur, dass ich mir zum einen mal hier meinen Golem dazu hole. Wichtig ist vor allen Dingen, dass ich nicht eingefroren werde. Okay, Totem hinsetzen, aufmachen, wegporten.
Schade, Moonstone Ring ist eigentlich für mich nicht so ganz interessant. Der kann auch nichts. Was kann das Juwel? Schade, wäre ein schönes Juwel, wenn es für Bögen gelten würde. Tut's aber nicht. Sehen, dass ich genau die Lücke erwische, um das Totem da zu treffen. Sackgasse. Lang wunderbar. Jetzt muss ich nur wissen, wie ich da hinkomme. Nee, ich bin immer noch nicht da. Einmal eine Runde komplett rumgelaufen. So, jetzt aber. Da wollte ich hin. Mann, Mann, Mann. Corrupted, da will ich nicht hin. Wäre cool, wenn jetzt ein Chaos Orb oder so droppen würde. Dann wüsste ich zumindest, ob das mit dem Sound jetzt hier besser hinhaut. Das ist natürlich der einzige Grund. Aber machen wir es anders dann. Direkt ein Exalted, dann bin ich mir sicher, dass gute Orbs auch gut klingen. Muss ich dem Spiel nur klar machen, dass ich das gerne mal eben hätte. Was würde ich denn mit einem Exalted Orb machen? Wüsste gerade gar nicht, wofür ich den gebrauchen könnte bei dem Charakter aktuell. Naja, egal, ich würde schon was finden. So, jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte ja mal was anderes für den Kampf machen. Und zwar nehme ich mal die Siege Ballista hier rein. Da ist Frenzy. Blink Arrow. Das ist eigentlich auch. Es sind die nur zwei Links, okay. Also ich werde mein Totem jetzt mal ein bisschen stärken. Kann ich Frenzy hier immer noch für Charges benutzen, aber Schaden werde ich mit Tornado Shot und Siege Ballista machen. Ja, bei Wahl finde ich es immer ganz praktisch, ein Totem dabei zu haben. Kann man sich selber ein bisschen mehr aufs Ausweichen konzentrieren und ein bisschen konsistenter Schaden anrichten. Was cool ist jetzt bei Wahl, ich hoffe, wenn das richtig klappt, dann müsste eigentlich. Jetzt muss ich mal gucken hier, ist mein. So. Dann müsste ich eigentlich es schaffen, die Typen da schnell wegzuschießen, dass ich den am Spawnen halten kann. Na, leider nicht ganz geklappt. Das war chillig. Da wusste er selber nicht, was er machen soll, habe ich so das Gefühl gehabt. Das war ja null Gegenwehr. Der hat nicht mal was versucht, der feige Hund.
Na gut. Sei es so. Mein persönlich, glaube ich, schnellster Wahlkill bisher. Kurz checken, was ist der Levelvergleich? Ich gegen Gebiet, was der uns denn sagt. Schon ziemlich guter Schaden, den ich im Moment mache. Was war das da? Aha, ich bin heute on fire sozusagen. Relativ zügig unterwegs. Ja, ich habe in der Nacht auch wieder ein paar Stündchen mir die selbig um die Ohren geschlagen und habe einfach mal so ein bisschen Speedruns getestet. Nichts Spektakuläres, einfach mal so ein bisschen den Charakterstart Akt 1 ein bisschen trainiert, einfach auf Geschwindigkeit. So, jetzt gucken wir mal, das sieht sehr schön aus. Stärke, Leben, Resistenz, Resistenz. 350 Rüstungsklasse. Was haben wir hier? 26, 27, Kälte und Blitz. 26, 27. Verliere ich ein bisschen Kälte und Blitz. Dafür kriege ich 57 Leben dazu. Habe mehr Rüstungsklasse und kriege noch ein bisschen Stärke obendrauf. Die Farben passen leider gerade gar nicht. Aber eigentlich würde mir auch ein grüner reichen. Na, ist okay. Die Rüstung könnte ich eigentlich anziehen. Schauen wir erstmal, was der Rest hier liefert. Das sieht schon mal ziemlich uninteressant aus. Schild ist sowieso uninteressant. Kein Movement Speed, also ab damit. Schön Leben. Falscher Grundtyp, kein Movement Speed, weg damit. auch falscher Grundtyp. Leben ist okay. Keine Resistenzen, keine passenden Sockel. Ab dafür. Auch nix. So, der Köcher jetzt hier. Projectile Speed. Life Leech. Physical Damage. 18 Feuerresistenz. Klingt gar nicht so verkehrt eigentlich. So, die Rüstung würde ich eigentlich ganz gerne anziehen. Ich teste jetzt einfach mal erstmal. So, wir brauchen unsere Defensive. Kälteresistenz fällt dann natürlich logischerweise. Feuerresistenz steigt leicht. Sagt der Schaden. 834. Oh ja. Das ist deutlich. So. Ja, wenn wir jetzt die Rüstung auch noch tauschen würden. Das finden meine Resistenzen uncool. Der Unterschied in der Rüstungsklasse ist nicht so dramatisch. Lebenspunkte 2000. Wie viele Lebenspunkte wäre das schon cool. Gut, ich habe ja meinen Spezialkarteireiter hier mit Dingen für den Charakter. Packen wir das mal dahin.
Portal-Rollenstapel da wegpacken. Ja, dann machen wir das so. Dann habe ich ein bisschen mehr Schaden, habe ein bisschen Resistenzen verloren. Wie viele Punkte brauche ich denn eigentlich noch, bis ich dahin komme? 1, 2, 3, 4. Ach ja, das ist doch eigentlich auch überschaubar. 53. Ja. Dann könnte ich mir darüber die fehlenden Resistenzen jetzt zurückholen. Dann könnte ich auch die Rüstung tauschen. Das ist nebenbei sowieso immer eine Sache, die ich selber total toll finde, wenn man viel Resistenzen aus dem Baum rausbekommt und demnach weniger auf der Ausrüstung gucken muss. Das finde ich immer sehr entspannt. Generell finde ich das immer eine tolle Sache, wenn man bei der Ausrüstung nicht so viele Zwangssachen zu erfüllen hat. Also sprich, wenn Resistenzen möglichst wenig aus dem Baum kommen, von der Ausrüstung kommen müssen, wenn Skillpunkte, wenn es geht, nein, nicht Skillpunkte, Attributpunkte nicht von der Ausrüstung kommen müssen. Ich hasse das wie die Pest, wenn man irgendwie Top-Ausrüstung zusammen hat, eigentlich die perfekte Kombination, Resistenzen sind gecapped und alle schönen Sachen, die man haben will, sind auch dabei. Und dann scheitert es daran, weil irgendwie 10 Punkte Intelligenz für irgendein Support-Gamp fehlt oder so. Das finde ich immer total frustrierend. Generell so dieses Ausrüstung durchgehen und da noch ein Stückchen und da vielleicht noch ein bisschen was ändern. Ach, das ist immer so lästig. Ein bisschen komisch ist eigentlich, weil im Baum macht mir das tierisch Spaß, aber bei Ausrüstung finde ich das immer einfach nur. Habe schon überlegt, ob ich mal in Grinding Gear Games eine Nachricht schreiben soll, ob sie es nicht mal hinkriegen könnten, dass man grundsätzlich nur weiße Items hätte. Kann man sich eigentlich auch die verschiedenen Stufen sparen. Es gibt von jedem Ausrüstungsstück genau ein weißes Ding, was man anziehen kann. Quasi nur noch die Automods bzw. die Waffengattung, die man damit festlegt. Und alles andere macht man im Baum. Das fände ich persönlich am coolsten. Komplett weg von Ausrüstungsgegenständen, die man aufsammeln muss. Ja, ich weiß, so weit wird es nicht kommen. Da stehe ich wahrscheinlich auch relativ alleine mit der Meinung, aber wie gesagt, ich fände das persönlich am coolsten. Talisman. Ja, Piety sollte jetzt hier drin eigentlich auch kein Problem darstellen. Würde mich sehr wundern. Meine Blitzresistenz ist gecapped. Ich habe relativ gute Lebenspunkte, mache viel Schaden. Also eigentlich müsste Piety relativ schnell umkippen gleich. Hier was war übersehen. Gebietslevel ist 49, 53, ja, immer noch weit drüber. Ja, grundsätzlich wäre es, glaube ich, jetzt vom Vorankommen her ganz cool, wenn ich schnell in die Dried Lakes kommen könnte. Den Dried Lake.
Lake, Komma Singular. Ich bremse auf Alteration Orbs. So, Aspiety. Jetzt schon fast genug. Sag ich doch. So. Erster Streich der Quest. Schlüssel abholen. Das Schwertchen eben verticken. Hat irgendjemand noch eine Belohnung für mich? Du müsstest eine haben, ne? Jawohl. Das sieht gut aus. Schöne Links. Guter Grundtyp. Ist ein guter Typ hier. So, komm, gib mir was. Ach, Mann. Das ist doch keine Rüstung, das ist doch eine Krankheit. Kann ich nicht irgendwie die Rüstung mit den Mods von der anderen, die ich gerade in die Kiste gelegt habe, haben? Das wäre doch schon was. Nicht über den Wegpunkt, sondern wieder zurück. Prozent. Das dürfen wir in dem Video eigentlich noch erleben. Das nächste Level up. Kanalisation. Schauen wir mal. Ich habe Blood Rage an, ich brauche mehr Frenzy Charges hier. Ja, geht doch. Gut, das war absehbar, dass es da nicht weitergeht. Ich habe gehofft, ich käme zumindest irgendwie hier wieder zurück. Klar, immer die entscheidenden Momente, da ist die Quicksilver Flask leer. Immer dasselbe hier. Ich Blood Rage jetzt an. Jetzt aber auf jeden Fall. Da muss auch noch einer seinen Talisman dazwischen werfen. Alles erfüllt, was wir hier machen müssen. Jetzt fehlt nur noch der Ausgang. Und da ist er auch schon. Wunderbar. Das sieht im Moment alles ziemlich gut aus. Aber auch so, was das Vorankommen angeht. Ich glaube, den da oben, den möchte ich erstmal ausschalten.
Scheiß Flicker Striker. Kein Bock, dass der mir irgendwann meinen Rücken fällt. Ja, besser kann ich persönlich Keepers of the Trove gerade nicht erwarten. Sniper Bows. Gut, jetzt habe ich zwar einen ziemlich guten Bogen, aber man kann ja immer noch auf was Besseres hoffen. Ist auch ein Sniper Bow, ne? Ja. Aber bei 131 ist schon viel. Sehr elementarlastig. So ein Superior Sniper Bow. Bow Gems, Physical Damage, Cold Resistance, Projectile Speed. Ja, den hätte ich ansonsten auch genommen, den Bogen. Resistenzlastiger Bogen. Jetzt aber schon die passenden Sockelfarben. Den müsst ihr nur noch verlinken. Okay, dafür kann der aber auch nichts. Es sind natürlich die Momente, wo man sonst immer, wenn man Self-Found oder weitestgehend Self-Found spielt, wo man immer darauf hofft, dass man irgendwann mal genau das Richtige erwischt bei Keepers of the Trove und dann auch noch ein bisschen Glück hat. So. Ja, leider war das insgesamt nicht so erfolgreich. Am interessantesten sicherlich, okay, der hat irgendwie ein bisschen Potenzial, aber ja. Gucken wir, was macht der in Addition theoretisch? Roundabout 140. Tja, doch 200 Maximalschaden. Allerdings auf alle Elementarvarianten gestreut. Da müsste man das schon massiv skalieren irgendwie, dass sich das lohnt. So, Attack Damage, Resistance, Resistance. Och. Verliere ich 32 Lebenspunkte, aber ansonsten. Schaden ist nahezu identisch. Ich verliere ein bisschen Kälteschaden, aber das ist nicht das Entscheidende. Ich verliere Blitzresistenz und würde die anderen beiden kriegen. Okay, die behalten wir, die Handschuhe. Das ist quasi genau das, was ich bräuchte, glaube ich, wenn ich meine Rüstung wechseln möchte. Ach, fuck it. Nicht Krematorium. Aber Wegpunkt zurückgekommen. Hatte ich denn sonst hier alles? Ja, ich muss nur hier rauskommen, ne? Ich meine schon. Wegpunkt hatte ich, Büste habe ich. Ja, muss ich nur den Ausgang finden. Wollte ja gerade dischargen, habe ich genau gesehen. Ich habe schon gesehen, wie der sich angestrengt hat. Das habe ich auch nur gedacht, ne? Komm, Ausgang. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Aber ich gehe trotzdem mal kurz gucken, wenn er da gewesen wäre. Schleife gebaut. Ein Ring quasi.
Juhu, Level up. Da sind sie. Die Districts. Nein, der District. Ihm kurz einen Skillpunkt vergeben. Life Regen, Movement Speed, Rüstung. Eigentlich wirklich ein schöner Knoten. Fast ein bisschen unterschätzt, wie ich finde. Ja. Hier raus. Wo habt ihr es denn hingebaut? Ach, da hinten. Nee. Augen auf. Ich würde aber lieber auf der anderen Seite rauskommen. Reiß mich bitte nicht ganz so ein. Das finde ich irgendwie uncool. Die Irren. Boah, leggy, leggy, leggy. Iren sind auch weg. Ich hab Kartenrand angelangt. Räume ich hier wieder. Nee, was ist das weiträumig hier? Ach, da ist Tageslicht. Da geht's lang, hoffe ich mal. Ja, perfekt. Finde ich immer noch faszinierend. Das ist eigentlich so ein Gebiet, wo ich bis heute irgendwie jedes Mal komplett die Orientierung wo ich jedes Mal die Orientierung verliere und am Ende dann überrascht bin, dass es tatsächlich, dass ich da auskomme, wo ich eigentlich hin wollte. Ohne das Gefühl zu haben, jetzt stundenlang irgendwie im Kreis gelaufen zu sein. Ja, den Weg durch die Kanalisation. Sparen wir uns diesen komischen Gegner da. Oh, was hast du für eine Aufgabe für mich? Keep all the guards alive. Ja, danke dafür. Macht ihr jetzt so lange diese Quest, bis ich die irgendwann mal geschafft habe?
Skillpunkt Quest erledigt. Können noch den Ausgang finden und irgendwie den Chaos-Schaden ein wenig ausweichen. Critte ich so wenig? Mein Golem hat's ja geschmissen irgendwann mal. Ja, so ein bisschen Crit hat echt schon was für sich. Muss man einfach mal so sagen. Ist nicht dein Ernst, oder? Blauen Kram. Ah, dafür ist hier der Ausgang. Hat er mich denn hier rausgeschickt? Keine Ahnung. Ist auch geil, ich brauche den Wegpunkt hier nicht unbedingt. Ich halte mich jetzt einfach hier am Rand und hoffe, den Ausgang zu finden. Das ist natürlich perfekt hier. Holen wir uns da den Wegpunkt, den brauchen wir. Marketplace, müssen wir eh nicht mehr hin zurück. Also grundsätzlich mag ich das eigentlich immer, wenn man die vollständig hat, die Wegpunkte. Ich finde, es sieht immer komisch aus auf der Karte, wenn da welche fehlen. Du bist auch nicht müde, ne? Ich helfe dir nicht, Haku. Habe ich schon mehrfach gesagt. Sehe ich gar nicht ein. Das schaut gut. Der hat mich fast eingefroren. Wow. Handtuchparty! Solaris-Tempel. So, hätte eigentlich auch mal zurückgehen können und meinen Skillpunkt holen. Naja, egal. Oh, Colosseum Plate. Replenish Shrine. Den hätte ich eigentlich immer gerne dauerhaft aktiv. Replenish Shrine und Diamond Shrine. Die beiden zusammen hätte ich gerne dauerhaft immer aktiv. Das wäre was. Gut. Wäre ganz lame, es könnte natürlich auch ein Divine Shrine nehmen, aber das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Das andere wäre schon zu viel. Ich glaube, in der Kombination Divine Shrine, der andere. Replenish Shrine und Diamond Shrine mit einem ordentlichen Charakter, der ein bisschen was leecht, dann kann man, glaube ich, alles face tanken.
Okay, man muss ja immer noch den ersten Hit überleben. So viel Kälteschaden unterwegs. Hält immer so auf. Rare-Gegner habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, der war ein ganz normaler. Okay, deswegen hat er auch so ein bisschen überlebt noch. Machen hier nicht mich einzufrieren. Also einzufrieren wäre natürlich noch viel schlimmer. Man kann zu verlangsamen, also zu chillen sozusagen. So, das Gebietslevel 51, 54. Also langsam sind wir doch wieder da, wo wir hingehören. Das heißt, ich muss wieder mich grinden. Male mich. Das ist auch schön. Muss ich mal merken. Das bist du vom Beruf Maler, also Grinder. Schön, ja. Nicht? Doch, ich finde schon. Ich finde das lustig. Oh. Peng. Talk to the Totem. Apropos Crit, wieso ist denn mein Golem hier schon wieder platt? Wer hat das zu verantworten? Wer war das? Hallo Haku. Nein, immer noch nicht, ehrlich. Ah, herrlich, 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 herrlich. Er lässt nicht locker. Ich gebe mal noch meine Elrond-Quest, dann könnte ich vielleicht. Nee, ach, wie heißt er? Elrond oder irgendwie so. Dann könnte ich mir vielleicht mal ein Hideout basteln. Ich muss sagen, das war relativ peinlich beim Tauschen, als ich mir den Bogen hier ertauscht habe. Ist ja normalerweise üblich, dass man bei demjenigen, wo man was kaufen möchte, sich im Hideout trifft. Hab ich schon gewundert, hab auf das, darauf geklickt, Wizard Hideout, und hab nur bekommen, you can't temporarily enter the Hideout. Dachte schon, hä? Warum das? Dann kam aber auch schon die Aussage von meinem Tauschpartner, your hideout mine is bugged. Wo ich daraufhin dann ganz klein und sagen musste, ich habe gar keinen Hideout. Aber auch sowas kann man umgehen. Tauscht man halt wie früher auch in der Stadt. Wie gesagt, auch wenn ich ihn ansonsten nicht groß nutze, haben hätte ich dann doch schon gern Hideout. Sein. Der brauche ich noch nicht quatschen. Die hat noch nichts für mich. So, dann geht's erstmal zurück hier die Quest erledigen. So, und direkt was verticken. So, was haben wir denn hier? Kälteresistenz, Intelligenz, All Resi. Okay, All Resi ist ganz nett. Aber ansonsten brauche ich den Ring eher nicht. Was haben wir hier? Das ist ein Schild, brauche ich sowieso nicht. Die waren eben versehen, die wollte ich nie aufheben. 105 Increased Physical ist ganz nett, aber ansonsten. Wieso habe ich das Ding aufgehoben? So, jetzt wird's interessant. Ja, leider. Nee, kein Leben und. Nee, auch nicht. Wie gesagt, so eine neue Rüstung wäre noch das, was ich jetzt gerade. Ja, okay, wenn ich jetzt
mir was wünschen dürfte, erstmal ein neuer Helm. Der ist doch ein bisschen aus der Mode geraten mittlerweile. Bogen ist top. Neue Rüstung wäre auch okay. Irgendwas mit Lebenspunkten und ein bisschen mehr Rüstungsklasse. Oder Evasion ist bei mir dasselbe. Gürtel ist okay, aber da hätte ich gern natürlich einen Rustic Sash am liebsten mit Leben und Resistenzen natürlich. Vielleicht auch Weapon Elemental Damage. Die Handschuhe sind ganz okay. Schuhe sind eigentlich auch soweit ganz okay. Ein bisschen mehr Movement Speed, ein bisschen mehr von allem ansonsten. So. Nächster Punkt. Zack, wieder Rüstung. Die sind jetzt ein bisschen unspektakulär, die beiden Punkte. Aber der ist wieder ganz witzig und wie gesagt, den finde ich auch ganz gut. Und ich glaube, wenn ich dann erstmal hier bin, ja, gucken, ob ich dann die zwei Punkte nehme hier hin oder ob ich dann erstmal hier oben lang gehe. Da kriege ich nämlich nochmal schön Elementarresistenzen und hier ist nochmal ein Top-Lebenspunkte-Knoten. Ich muss irgendwas nachgucken. Ja, Geschick ist aber soweit. Ich hatte so im Hinterkopf, vielleicht muss ich auch ein bisschen Geschick noch skillen, damit ich Lion's Eye Glare dann auch benutzen kann, also den Bogen. Ist aber eigentlich nicht unbedingt notwendig. Ich glaube 220 brauche ich dafür. Also das sollte ich auf jeden Fall irgendwie hinkriegen im Zweifel. Aber ich weiß gerade nicht, ob ich von meiner Ausrüstung Geschick groß irgendwo bekomme. Das kann sein, dass da irgendwas dabei ist, was auch noch Geschick liefert. Und wie ich ja schon mal gesagt habe vorhin, ich mag es halt deutlich lieber, wenn es irgendwie geht, ohne jetzt irgendwelche großen Verrenkungen anzustellen, wenn man alles, was man so an Statuspunkten braucht, aus dem Baum rauskriegt. Ohne dass man da jetzt nochmal explizit auf der Ausrüstung was haben muss. Und klar, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit dem Charakter, würde ich natürlich jeden Lebenspunkt gern mitnehmen auf der Ausrüstung. Habe ich Lebenspunkte gesagt? Stärkepunkt. Bringt halt Leben und Schaden für mich, von daher. Das ist für mich nie verkehrt. Hat aber jetzt nicht die höchste Priorität letztendlich. Wenn das quasi oben drauf ist, dann ist es immer sehr gut. Juhu, Docs. Feuerresistenz war doch gut, oder? Fast perfekt. Dann sollte einem erfolgreichen Dog-Run eigentlich auch nicht viel entgegenstehen. Was hat das Ding für ein Level? 51 auch. Oh. Und die mag ich nicht so ganz, die Jungs. Die können durchaus gefährlich sein. Gerade wenn da so eine Horde Champions kommt mit Talismanträger. Die können nämlich eigentlich ganz gut austeilen. Wenn die so in so einer Gruppe auftauchen und einem dann unglücklich erwischen, kann das schon mal unangenehm werden. Support Gems da noch. Achso, fehlt Intelligenz. Ich überlege gerade, ich glaube, Intelligenz kriege ich aus dem Baum nicht mehr raus. Das müsste schon irgendwo auf der Ausrüstung dann drauf liegen. Tistring ist eigentlich auch mal ein ganz schöner Grundtyp. Ein bisschen Chaosresistenz schadet selten. Und Diamond Ring wäre definitiv noch cooler. Das ist das Wegpünktchen. Das heißt, Dockruns wären ab jetzt dann auch möglich.
Quicksilver Flask leer. Klar. Da vielleicht? Ja, perfekt. Portal. Müsste eigentlich auch wieder ein Amulett geben, glaube ich. Jawohl. Habe ich gerade. Ach ja, genau, so ein Schadensding. Ich könnte ja spaßhalber mal so ein Intelligenzding mitnehmen. Vielleicht zum Leveln da von den Sachen. Vielleicht ist das ja das Mörder-Super-Gosu-Killer-Ding. Wollen wir schon Wegpunkte holen? Nee, ist noch nicht Merciless. So. Schauen, was wir hier haben. Fire Damage, Lightning Damage. Ja, nee, danke. Rarity, okay. Mana Regeneration, ganz nett. Accuracy, okay. Ja, danke auch dafür. Oh, danke. Das sieht gut aus. Stärke, Rüstung, Leben, Feuer, Kälteresistenz. 3212. Ach, verdammt. Ah, ich bräuchte Blitzresistenz eigentlich eher. Wie viele Lebenspunkte hat die denn? Ach, 27 ist auch jetzt nicht so richtig der Bringer. Egal, die wird mal aufgehoben. Was hast du? Fire Damage, Spell Damage. Moment. Fire Damage, Spell Damage ist uninteressant. 10 bis 15 Physical Damage. Okay, es ist nämlich wirklich gar nicht so viel Unterschied. Habe ich gerade gesagt, Blitzresistenz brauche ich nicht, Feuerresistenz. Wenn ich die Rüstung ausziehen will. Na gut. Aktuell ist es auch, wie gesagt, nicht so entscheidend. Läuft ja gerade sehr, sehr gut. Ah, wobei, jetzt kommen die Endgegner. Jetzt könnte es sich auch sekündlich ändern mit läuft gut. Aber eigentlich mache ich mir jetzt mit guten Resistenzen vielleicht ein bisschen mehr Lebenspunkte, hätte ich jetzt noch ganz gerne. Aber so grundsätzlich mache ich mir gerade nicht so viel Sorgen um die Endgegner. Piety ist immer gefährlich. Piety kann im Grunde fast jeden Charakter, wenn es blöd läuft und man nicht aufpasst, ausschalten. Nicht so, dass sie das ständig immer tut, aber einmal die Eisform ungünstig abbekommen oder so, das geht schnell bei der. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da hilft auch Eis, also Kälteresistenz und Lebenspunkte dann meistens nicht viel. Wenn ich es einmal da böse mit einem meint, dann ist es immer zumindest brenzlig. Blade Vortex. Sehr, sehr cooler Skill. Ich glaube, gegen Piety wäre wahrscheinlich wirklich mehr Schaden einfach das Beste.
hier. Nee, eigentlich brauche ich die Sanctified nicht. Immer schon. Hier habe ich so das Gefühl, dass hier die Ebony Barracks kürzer geworden sind. Ist das nur mein subjektiver Eindruck oder ist das wirklich so? Ich meine, da bin ich, habe ich früher schon deutlich weiträumigere Varianten davon gesehen. Vor 2.0 oder so. Ja, ich denke, dann hole ich mir jetzt hier den Wegpunkt noch. Guck, dass ich mir nicht, dass ich mich nicht von Cole vernaschen lasse. Ach, Faster Text nehme ich nochmal mit. Für meinen 6-Link. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich im Zweifel. Ich habe mich ja vorhin mal irgendwann gefragt, was würde ich eigentlich mit dem Exalted Orb machen? Ich glaube, da würde ich tatsächlich mir einfach dann einen 5-Link-Bogen holen, wenn das reicht dafür. Oder meine Rüstung in der 5-Link-Variante, falls das reicht. Ich glaube, mein Golem leidet gerade ein bisschen darunter, dass ich den nicht leveln kann. Deswegen stirbt er so verhältnismäßig schnell. Habe ich den Typen erwischt, jawohl. Diesmal habe ich es geschafft, dass er sich jetzt kurz mit meinem Spiegelbild da beschäftigt und mir nicht die ganze Zeit wieder den ganzen Level über hinterherläuft. Das ging mir beim letzten Mal noch so ein bisschen auf die Nerven. Corpse Explosion kann jeder. Hm, Detonate Dead wäre natürlich auch noch eine Option. Habe ich auch noch nie gespielt. Ja, vielleicht für die nächste. Ja, okay, aber Detonate Dead. Ich weiß, Detonate Dead ist auch einer der ganz heftigen Sprüche, wenn man den gut einsetzt. Ich glaube, es gab schon häufiger mal Spieler, die die Ladder gewonnen haben, quasi als erste Level 100 hatten mit Detonate Dead als Skill. Weiß zwar jetzt nicht mehr, wann das letzte Mal passiert ist, aber grundsätzlich ist das schon häufiger mal vorgekommen. Oh, ich stelle gerade fest nebenbei, ich krieg gleich mein nächstes Level ab. Das natürlich vom Feinsten. Schon. Wir nähern uns. 11 Level noch für Lion's Eye Glare. Nein, so heißt es auch nicht. Es heißt Lion Eyes Glare. So. Wenn ich mich konzentriere, kann ich das theoretisch auch. Lion's Eye Glare. So. Ja, jetzt erstmal der unspektakuläre Punkt noch. Ja, es könnte durchaus sein, dass ich jetzt bis zum nächsten Video vielleicht dann wirklich nur ein, zwei Level mehr hole. Dann hätte ich Diamond Skin und Warrior's Blood noch. Ich denke mal, ja genau, das sind die nächsten beiden Punkte, die ich auf jeden Fall noch setze. Und dann dürfte ich eigentlich mit der Resistenz hier in der Hinterhand, sollte es möglich sein, dass ich mir dann auch noch ein bisschen bei der Rüstung was überlege. Dann müsste ich eigentlich die andere anziehen können, die mir Lebenspunkte liefert und so. Ja. Das würde ich eigentlich, glaube ich... Ja doch, das hätte ich schon ganz gern noch vor Piety. Ich mache mir jetzt zwar nicht Riesensorgen im Kampf, aber je sicherer, desto besser. Naja, egal, wie dem auch sei.
auch wenn es mittlerweile langweilig ist, der Abschlusskommentar läuft. Läuft wirklich nach wie vor immer noch sehr gut. Ja, kann man nichts gegen sagen, den Charakter. Muss ich mich auch nicht selber für loben. Ich habe den nicht erdacht. Ich spiele den quasi nur nach. Ich habe den nur minimal abgewandelt und das scheint im Moment zumindest auch gar nicht mal so schlecht gewesen zu sein. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin.